Hallo Sevilov Games und herzlich willkommen zum Kampf in der PBA gegen den Hutlu. Ja, Spoiler, das letzte Mal lief es leider nicht so gut. Wir haben ein Game verloren. Wir haben mal ein Game verloren. Ich wiederhole es, genau. Und das soll diesmal nicht passieren. Das heißt, ich habe mir ein bisschen was überlegt. Das Matchup ist aber nicht so einfach gegen unseren nächsten Gegner. Ich habe mir ein paar Überlegungen angestellt, aber schauen wir uns zwar einfach mal sein Squad an, weil das Ding ist, er hat halt einen sehr offensiven Squad mit ein paar defensiven Generator Mons, was halt ziemlich stark sein kann. Er hat im ersten Rang Excadrill, der gar nicht mal so unscary ist. Wir haben zwar Lando, aber ansonsten checkt gar nicht mal so viel. Dem, was überraschend ist, aber leider schade. Mega Pinsel, der offensiv massive Probleme machen kann. Vor allem, wenn er mal ein ST rauskriegt. Echt gefährlich. Lamos kennen wir, Bulky. Among Us kennen wir, Bulky. Simsala, was offensiv mega gefährlich sein kann, was schade ist. Drudigon kann auch offensiv scary sein. Ist, glaube ich, nicht so wahrscheinlich, dass er dabei ist, aber kann dabei sein. Dann hat er sowas wie Hariyama. Hariyama kennen wir, Hariyama lieben wir. Der ist bulky, der kann tanken, der ist crazy. Sableye sehe ich am wenigsten, to be honest, weil ich weiß nicht, was der machen will. Pipi, und wir wissen, Pipi ist broken, dementsprechend, das wird crazy. Magbrand, ja, der kann mitkommen, aber da wir sowas wie Megalatis kommen, weiß ich nicht. Und Rotom Fan, das ist es. Was sehe ich bei ihm mitkommen? Er muss Excadrill mitnehmen, weil Excadrill ist ein Hazard Remove. Und wenn der Excadrill nicht mit hat, legen wir direkt einfach Turn on the Rocks, wenn der Megapinsel dabei hat. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ich verstehe nicht, warum das ist. Ist egal. Er muss Spin Excadrill mitnehmen. Vermutlich, also wenn er Drudigon oder Clefairy nicht mit hat, muss er damit auch Rock spielen. Das heißt, wir wissen eigentlich zwei Demos schon mal. Aber er wird auf jeden Fall den dabei haben. Den muss er mitnehmen. Megapinsel sehe ich auch als mega threatening an, weil Excadrill und Megapinsel beide dieselben Mons so ein bisschen chippen. Beide wollen halt Lando down chippen und einer der beiden kann dann maybe in dem Sinne gewinnen. Ich sehe Slowbro, weil der tankt ja von den physischen Mons, die auch checken viel. Das heißt, da ist schon mal eine nette Synergie. Sowas wie Hutsasa kann ziemlich nice sein, muss man aber sehen. Ich sehe Pipi, weil wir haben halt einen Dragon. Das heißt, da ist vielleicht auch ein Rocksetter dann. Dann ist halt die Frage, was das Last Mon ist. Es kann sowas wie Hariyama sein, so Assault Vest maybe, wegen sowas wie Hundemon, weil sonst ging alles ganz gut aussieht. Vielleicht ist es das einfach. Könnte natürlich sowas wie Evie Drudigon sein oder wenn er fast Offensive haben möchte, sowas wie Simsala. Das sehe ich so ungefähr. Ich bin mal gespannt, wie das dann werden wird. Jo, was habe ich mir denn vorgestellt? Wir starten mit Cobalion. Cobalion ist hier mein Rocksetter. Ich habe den Kelk mal aufgemacht, falls ich den brauche gleich. Was ist die Idee dahinter? Voltswitch ist ganz wichtig, weil wir sehen nachher, wir haben hier noch so einen kleinen Breaker. Ach komm, wisst ihr was? Wir starten einfach so. Ich glaube, das ist sinnvoller. Weil guckt euch mal sein Team an, guckt euch mal Explode an. So, Explode bollert alles weg. Fast alles wird durch Specs Boomers getootet. Ich kann Modest spielen, weil ich bin Modest Specs schneller als Hariyama. Und bei Hariyama, also, das ist halt lustig, er hat halt irgendwie so 6 Mons, die langsamer sind als Explode, was halt mega nice ist. Ein Boomer switchen, zumindest was 2 Boomers hängt, ist nicht so gar gerade vorhanden. Das ist ziemlich nice. Das Einzige, was in Boomers reinkommt, ist Excadrill. Und deswegen muss ich leider den Fireblast spielen. Ansonsten ist der nice, kann auch Sleep Talk spielen, das heißt, es ist mein Sleep Absorber. Das nehme ich auf jeden Fall. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Also, das ist auf jeden Fall ziemlich nice, das heißt, das ist mein Break, der dabei sein wird. Er wird hoffentlich das Game aufmischen und hoffentlich dafür sorgen, dass wir halt immer in eine gute Lage kommen, indem wir sein Team einfach immer weiter ledieren mit diesem Explode. Der ist auf jeden Fall hier ziemlich cool. Deswegen habe ich auch Voltswitch auf Cobalion, weil in Cobalion kommt Slowbro rein. Und wenn ich auf den Slowbro switche, im Voltswitche, kann ich in Explode gehen und claim den Kill. Und das ist eine nice Synergie. Cobalion gibt mir halt hier auch noch Rocks, sind wichtig wegen Megapinsir. CC ist nice wegen Excadrill. Und Cobalion ist so ausgelegt, und ich glaube, da kann ich den Damage Cake dann mal anwerfen. Sagen wir mal, wir haben einen Cobalion und wir haben einen Megapinsir. Pinsir ist ja scary. Und dann möchte ich irgendwas, was reinkommen kann. Und das Ding ist halt mit Lefties Cobalion. Okay, gehen wir mal davon aus, dass keine Rocks liegen. Der kann CC plus Quick Attack nach Lefties leben. Der lebt das safe mit 132 HP und das ist ziemlich nice, weil ich habe die Stone Age und kann dann das Megapinsel ausnocken. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass dieses Cobalion so ein kleiner Pinsel-Check ist, Rocks legen kann, eine super nice Utility bringt und das ist so die Idee. Apropos Utility, ich brauche einen Scarfer. Es ist ein bisschen unfortunate, dass es Lando sein muss, aber ich habe überlegt und es muss leider Lando sein, weil Lando ist auch mein Ex-Grill-Check und das wird ein bisschen nervig sein und ich brauche dann, falls sowas wie Elkazam dabei als Revenge-Killer, kann er sowas wie Pinsim Revenge-Killen. Ja, Earthquake Utim ist ganz nice. Earthquake ist auch nice, weil wenn wir uns das nochmal angucken, seine 2 Ground-Immunities und in dem Sinne tatsächlich sogar Ground-Resist sind Megapinsir und Rotom-Fan. Und im Fan sehe ich nicht so unbedingt mitkommen. Megapinsir schon, aber dann legen wir Rocks und können einfach Earthquake spammen. Und Earthquake ist mega nice, vor allem wenn wir sowas wie Slowbro wegbekommen. Die defensiven Mons kriegen mit Export weg. Das heißt, Scarf Earthquake kann gegen Ende tatsächlich clean.
Das ist so ein bisschen die Idee hier mit Lando. Das ist eigentlich ziemlich nice. Gut, was soll noch ziemlich nice offensiv sein? Ich habe mich tatsächlich für Megalades entschieden. Der kann tatsächlich so ein paar Mons checken, sowas wie Hariyama maybe. Und mit drei Moves mit Draco, Surf, Psyche, Groose ist er offensiv sogar ziemlich scary. Ist wieder auch schneller als vieles. Bis auf Simsala, glaube ich. Dementsprechend kann er ja auch eine sehr gute Rolle übernehmen. Und damit, glaube ich, sollte ich da ganz okay aufgestellt sein. Und das sollte fein sein. Gut. Hazard Removal ist trotzdem ziemlich noch wichtig, falls er irgendwie natürlich Rocks bringen sollte. Deswegen haben wir Defog und Polion. Fist Step, damit ich sogar mal einen Hit von X-Griddle tanke. Er bringt mich dann Tauren. Ich kenne ihn mit Scald. Das könnte nice sein. Tank nur Hit von Pinsir. Kann in sowas wie Pipi reinkommen. Tankt maybe mal so einen Hit von Alakazam. Sind halt so Dinge. Und ja, generell. Der tankt halt von vielen Sachen einen Hit. Was so das Ding ist. Toxic, damit ich auch Slowbro countern kann, in dem Sinne, das ist so ein bisschen die Idee, dass mein kleiner Slowbro checkt. Scald ganz klar und Knockoff tatsächlich. Ich hatte hier lange Flash kennen, um Pipi zu bieten, aber Pipi mit CM ist nervig und dann möchte ich den tatsächlich knocken, damit ich den mit sowas wie Megalatius oder Lando dann tatsächlich tooten kann, weil ich habe keinen Iron Head irgendwo oder vielleicht Explode mit Boomers, kann ich den dann wegbullern. Das ist so ein bisschen die Idee. Und tatsächlich kann Knockoff Alakazam ausknocken, wenn er nicht so viel HP spielt. Das heißt, Knockoff ist tatsächlich da auch ziemlich nice und ein Focus Blast knockt mich zumindest nicht aus. Ich glaube, wenn er nicht einfach ist. Und apropos Alakazam, hier haben wir dann als Last Mon tatsächlich Aromatis, damit der Alakazam checken kann, weil Alakazam ist scary. Das heißt, ich brauche einen Check. Ein Wisher ist okay, Wish Protect ist okay. Es kann leider immer X-Griddle reinkommen, das kann ich nicht verhindern. Aber auf dem Wish kann ich maybe Lando reinbekommen, Lando so hochheilen, das wäre vielleicht was Nices. Wish Tech sowieso, Moomblast auch. Und dann Cormind, weil, also das Ding ist halt, Cormind ist nicht so amazing, aber mir fällt dir kein besserer Move ein und vielleicht kann ich so gegen sowas wie Slowbro mal gewinnen. Maybe gegen sowas wie Alakazam, nicht CM. I don't know. Vielleicht gegen sowas wie Pipi auch gewinnen, weil ansonsten gewinne ich halt nicht gegen Pipi. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ja, und das soll dann das Team sein. Ziemlich schnell. Ich bin gespannt, wie das werden wird. Ich glaube, wir haben ganz gute Chancen. Und wir sehen uns dann gleich im Kampf. So, nach 4 Minuten rumsetzen geht es dann jetzt auch los mit dem Kampf. okay. Er hat kein Megapinsir dabei. Er hat kein Earthquake Switchen. Das ist nice. Okay, kein Megapinsir ist echt erleichternd. Jetzt hätte ich natürlich gerne Iron Head, aber okay. Whatever. Hariyama. Er hat Alakazam. Alakazam ist crazy. Excadrill. Okay. Das ist ein bisschen die Frage. Ich könnte natürlich einfach mit Lando leaden, weil Scarf Lando verliert mir nicht so viel. Wenn ich was rausforce, kriege ich eventuell schon eine Kill mit Explode. Eigentlich ist das schon der Play, deswegen ja. Machen wir das. Ja, Scarf Lando sieht halt all around tatsächlich nach dem besten Lead aus. Ja, doch schon. Schon irgendwie. Wenn du sowas wie Hariyama kann ich dann mit, kann ich einen Latias geben, weil auch Intimidate wird, kann megan. Alakazam möchte eh nicht eine U-Turn nehmen von Scarf. Ich könnte mit Slowbro leaden, aber dann gehe ich halt einfach in meine Polion. Und krieg halt eine Knockoff immerhin. Ja. Ich glaube, Scarf Lando ist einfach der Play. Let's go. Aber ja, Scarf Earthquake sieht mega nice aus. Mal gucken, wie das werden wird. Bin gespannt. Oh, interessant, die Musik. Okay, ich bin mal gespannt, wie es gegen YouTube wird. Okay. Tupac. Es ist Tupac, das Slowbro. Wait. Ich meine, der könnte halt den... Ups, das ist mein Mikrofon wegge... Hoffentlich hört man sowas nicht. Ist es ja fein. Wir haben Zeit, also gucken wir mal, wie viel Yuten machen könnte. Was ist das Potenzial? Ich hab eventuell keine... Okay. Alles ist gut. Yuten macht nichts. Das ist fein, das soll doch nichts machen. Drücken wir die Kehrtwende. Let's go, gehen wir mal raus. Weil wir könnten auch... Also eigentlich könnten wir jetzt auch einen Explode-Yuten einfach mal boombursten. Kann der mir überhaupt viel machen? Worst case ist Scald Burn, ne? Ah, Worst Case ist T-Wave, aber... I don't know. Also, ist das wirklich so schlimm? Wie viel macht denn so ein Focus Blast? Focus Blast killt mich nicht. Eigentlich ist doch der U-Turn into Explode der Player und darf direkt was breaken. Eigentlich schon. Ich meine, ihr könnt dann irgendwie im Mungus gehen und dann Excruder für... Aber, I don't know. Eigentlich... Will ich nicht direkt anfangen, einfach mal zu boombursten, ist meine Frage jetzt. Eigentlich ja. Ich meine, ich könnte in Polion gehen, aber in Polion... Ist ja kein Grund, warum. Gehen wir direkt in den Boomer. Wieso nicht? Boombursten wir einfach. Machen wir das. Weil wir killen den. Ja, wieso nicht? Warum eigentlich nicht? Sieht ihr was? Ja, das macht aber nicht viel. Worst case, wie gesagt, Burn, das wäre nicht so nice. Aber es ist eigentlich... Genau, ja. Und das Lefties.
ist Lefties und er ist Fistev und dementsprechend kein Boomburst switchen. Und deswegen drücken wir jetzt einfach den Überschallknall. Let's go, Boomer. Let's go. Ich meine, klar, wir wurden angechippt, das gefällt mir nicht. Aber wir können Boomburst. Und das gefällt mir natürlich dann wiederum. Und irgendwas muss jetzt eine Specs Boomburst nehmen. Klar, Excadrill kann reinkommen. Wenn es Spedef ist, nimmt er das sogar ganz comfortable. Aber dann sehen wir auch, dass es Spedef ist. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Info für uns. Und erst Lefty ist not scored. Vielleicht können wir das nächste Mal natürlich in den Podium gehen und knocken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber es ist halt die Frage natürlich, was wir hier genau wollen. Erstmal wollen wir aber Boomburst. Das ist erstmal das Erste, was wir wollen. Wenn der drin bleibt, perfekt. Dann ist er weg und dann können wir auf Earthquake. Aber ob der das machen wird, ist fraglich. Genau, wechselt aus. Genau. Und er wechselt in sein Kohl. Hariyama. Okay. Das Ding ist, das ist Modest Specs Boomburst. Okay. Das ist das Salt Vest. Kann aber nicht das nächste Mal reinkommen, tatsächlich. Okay, das ist good to know, Ich weiß nicht, ob da. Ich glaube, der muss careful sein. Kann auch eine Roll jetzt sein, ne? Also, wenn ich ganz crazy bin, würde ich jetzt nochmal attacken, aber. Ja, nee, das ist nicht der Play. Das ist wirklich nicht der Play. Aber würde mir sagen, dass es probably kein Attack ist, ne? Und das heißt, wir können Megalatis gehen, einfach mal tatsächlich recovern. Dass wir gehen auf Megalatis. Okay, machen wir das. Weil Knockoff macht nicht allzu viel. Wir kriegen die Mega. Ja, das ist fein. Wieso, wie immer, der ist AV, der Junge, der ist ganz klar AV. Und er kann nicht nochmal reinkommen, das ist auch good to know. Also wir haben einen seiner Checks auf jeden Fall ein bisschen gedingst. Klar, Abschlag kommt, aber das ist fein, weil wir tanken das ziemlich gut, können jetzt recoveren. Ja, genau, sehen wir auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall nicht, Max Attack. Super wussten wir eh schon, aber, ich meine, das Ding ist halt, ich kann ein bisschen das Setter kacken, wieso nicht, 124 HP hat der Schaden gemacht. Der hat... Er hat keine Tech Invest. Krass. Kein ATK Invest. Okay, das ist sehr good to know. Ja, wir mega roosten jetzt einfach mal. Bin Bulk hier und sind wieder auf Max HP. Wir können mal rausfinden, was seine Antwort gegen uns tatsächlich ist. Das ist Turman. Und Turman ist sein Pipi. Aber das ist vor allem, kriegen die Mega, kommen Napoleon und kriegen den Knockoff. Maybe wenn er Rock, können wir die foggen. Müssen wir mal gucken. Was ist eigentlich sein Switchen in Napoleon? Okay, hey, der Ninja Dragon ist recovered. Das ist doch das Wichtige. Bam, wir sind immer noch auf Max HP. Tatsächlich ist Ninja Dragon halt auch recht scary für ihn. Also, ich nehme das. Klar, Explode ist ein bisschen gedamaged, aber das ist okay. Wir wissen, dass es AV Hariyama ist. Wir wissen, dass der Knock hat vor allem. Und Pipi war sein direkter Switch in Megalatias. Okay, fine. Aber Mega raus ist gut und vor allem auf Max HP ist auch wieder gut. Weil der ist strong. Der ist richtig strong in diesem Matchup. Weil der defeated kind of alles bis auf. Ja gut, Slowbro muss gechippt werden. Amoongus kann dein, Clefairy muss vielleicht genockt werden, damit wir den defeaten. Aber bis auf Sam können wir eigentlich alles so damit umbauen. Rocks kommen, ja. Ganz ehrlich, ich glaube, ich defogge die einfach jetzt direkt. Ich sehe nicht warum. Ich möchte auf jeden Fall keine Rocks hier auf meiner Seite haben. Vor allem, wenn ich jetzt einfach mal direkt wieder defoggen kann. Das sagt mir aber, dass vermutlich kein Sam-Set ist oder sowas. Das heißt, das ist erstmal fein. Wir defoggen die Rocks erstmal wieder weg. Die wollen wir hier nicht haben. Das ist schon fein. Und finde ein bisschen auch raus, was der Switchen ist. Wenn der Amoongus geht, dann da gehe ich einen Explode und Sleep Talker dann, weil er spawnen wird. Weil er wird halt nichts anderes machen, außer Spawn gegen... der wird spawnen. Okay, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Klar, spawnt er. Ich meine, ich könnte auch knocken, wenn ich jetzt Elkesemmer warte. Ich meine, kann ich aber immer noch. Ist halt die Frage, ob ich das dann natürlich will, ne? Aber theoretisch kann ich das machen. Ja, guck mal. Ja, Explode ist ehemals Liebe Abuser. Das ist ein bisschen schade, dass ich natürlich jetzt Fireblast drauf habe, aber das heißt, die 50-50 wird mir abgenommen. Was natürlich auch lustig ist. Geh den Carry. Carry ist deine Amoongus. Genau, das heißt, der wird jetzt spawnen. Das ist aber okay, wir gehen Explode. Explode wird gesleept und wir kriegen den Sleep Talk. Was funny ist. Was echt funny ist. Okay, let's go. Let's go. Keine Rocks mehr, gehen Explode, werden gesleept und drücken das Back Sleep Token, gucken, was passiert. Wenn Excalibur kommt, kriegen wir eine Fireblast, ansonsten kriegen wir die. Genau. Perfekt. Ja, er hat auf jeden Fall einen Spore drauf, das ist good to know. Genau. Drücken wir jetzt die Schlafrede, dafür ist sie da. Let's go. Hehe. Tja, und jetzt bin ich unpredictable, weil ich weiß nicht, was passieren wird. let's go. Das unpredictable Explode.
Maybe wollen wir sogar, dass wir ein bisschen länger jetzt schlafen. Müssen wir mal gucken. Aber beide Hits sind gut gegen Hut, sagst du. Das war auch ein bisschen die Überlegung. Okay, ja, nice. Aber Specs irgendeinen Hit auf den zu bekommen, ist nice. Also dementsprechend, ich nehme das. Ich schlafre den jetzt gerne mit Specs. Feuersturm. Können wir den killen? Wir können zumindest eine Menge Schaden machen. Das auf jeden Fall. Jetzt drücke ich Schlafrede und jetzt kommt der Boomburst. Ich sag's euch. Problem ist jetzt natürlich, gefällt mir nicht ganz. Also wir drücken nochmal Schlafrede, weil wir wollen auf jeden Fall waken irgendwie. Oder zumindest den Sleep-Timer echt. Ha, ja, es ist ein bisschen das Problem. Ist natürlich, dass der, ich sehe gerade das Problem mit der Strategie. Weil er kann halt einen Hit kind of tanken jetzt mit Slowbro oder Clefairy. Sich aber dagegen recovern. Weil es halt nicht garantiert ist, dass wir lange schlafen. Wir müssten zwei Boombursts kriegen. Mal gucken. Kommen jetzt ein bisschen an auf die Sleep-Turns, ne? Aber es ist okay, es ist erstmal fein. Okay, passt schon irgendwie. Okay, gut. Eine Sleep-Turn garantiert aber weg. Und jetzt die Frage, was wechselt der hier rein? Wechseln Tupac. Tupac sein Slowbro. Der möchte halt keinen Boomburst haben. Auf jeden Fall. Okay, das ist super. Perfekt. Das lief natürlich perfekt. Ich meine, wir können jetzt einfach an den Podium gehen, kriegen einen Knockoff. Das ist okay, ist nur nicht so nice. Ist aber okay. Das ist das Wichtige. Es ist nicht nice, aber es ist okay. Okay, gut. Focus Blast hat der. Mist, nice. Ist halt jetzt. Oh, schade, aber es ist okay. Dann ist halt 30%. Wir sind direkt First Wake. Also, es ist. Ja, es ist fine. Carry ist sein. Genau, Mungus. Da wollen wir aber auch auf jeden Fall, dass der Black Sludge weg ist. Weil er ist sonst ein bisschen scary. Das heißt, da auf jeden Fall jetzt den Giftschirm wegzubekommen, ist nice. Ich überlege mir, ob ich nicht einfach im Polion erstmal sleepen möchte, weil, to be honest, der kann mir nicht viel machen. Ich möchte eher für den Burnie fischen. Es ist noch nicht mal garantiert, dass jetzt überhaupt Pilchbohr drückt, weil der Export reinkommen kann. Und wir kriegen. Ah, schade, kein Burn. Aber wir können die erste Sleep Turn burnen, das ist okay. Weil maybe möchte ich gar nicht mal. Das wäre jetzt hier. Ja, ich meine, er kriegt ja jetzt einen Free Switch, aber das ist okay. Ich möchte auf jeden Fall eine Sleep-Turn burnen, dann ist Empoleon immer wieder scary. Und die Turn gebe ich ihm hier jetzt von mir aus, das ist fein. Ja, das ist fein. Ja, es Burn wäre jetzt natürlich amazing gewesen, weil Luzzasa ist dann viel einfacher zu bieten. Ist halt schade. Es hat 30%, der Fokus, was er da gemisst ist, passiert. Der Ausgleich, kind of. Aber die garantierte Sleep-Turn muss ich auf jeden Fall burnen, damit Empoleon irgendwie den Shred ist und nicht abused werden kann. Er kann mich jetzt abusen, indem er halt einmal switcht, aber danach ist Empoleon wieder scary. Was gut ist. Das Explode Miss Damage ist, gefällt mir nicht, aber Boomers ist immer noch strong und das ist halt das Wichtige, ne? Okay, gucken wir einfach mal, was er jetzt vorhat. Er wächst natürlich aus, klar. Wir burnen die Sleep-Turn. Das ist okay. Kobain ist sein. Stalobo. Ja, das ist fein. Moldbreaker ist er. Okay, das ist gut zu wissen. Ich weiß ja nicht, was er für ein Set fährt, ne? Wir könnten eigentlich in Lerno gehen und mal einen Earthquake poppen. Problem ist halt, Slowbro ist ein bisschen scary, ne? Also wir könnten natürlich auch in Kobain gehen. Das wäre eine Möglichkeit, aber da könnte es Scarf sein. Dann sind zwei Earthquakes auf jeden Fall ein Kill. Ich würde am besten wissen, warum was auf für ein Set ist, ne? Das wäre vielleicht ganz wichtig. Er hat kein Helmet auf Slowbro, wir haben ja Lefties gesehen, das ist auch wichtig. Ich könnte Lerno und knocken, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja, kind of wäre das ein Ding, weil Lefties auf Slowbro nervig sind und Lerno dann hier auch noch ein okayer Switch in ist. Ja, gehen wir dann in Lerno. Okay, er doubled raus. In was? Ist es Slowbro? Tupac, okay. Ich meine, wir gehen mit U-Turn wieder raus, das ist okay. Ich meine, er nimmt ein bisschen das hier ab, klar, aber ich kann tatsächlich in mein Aromatis gehen und krieg kind of halt einen Wish. Also der kann mich ja nicht so unbedingt krass bieten. Immer gesehen, dass er Focus Blast hat. Ich meine, an sich kann er mich nicht unbedingt bieten. Und einen Wish zu kriegen ist eh was Nices. Also ich glaube, das ist okay. Er muss jetzt eh drin bleiben, also das ist ganz klar. Ich möchte eher jetzt einen Wish haben als was anderes. Wir könnten maybe einen Export gehen, das Problem ist halt der Vogelstoß. Also vielleicht wollen wir das nicht haben. Wir könnten, wenn wir denken, dass jetzt Focus Blastet, in unser Latias gehen und einfach mal einen Dracop feuern, aber dann kann er halt in Clefairy gehen.
Was mir auch nicht ganz gefällt. Ja, gar nicht mal so leicht jetzt hier alles. Weil er das Momentum aktuell auf seiner Seite hat. Das ist aber okay gerade noch, würde ich sagen. Es ist nicht so schlimm, glaube ich. Deswegen ist halt, wenn wir in Romotis jetzt gehen, müssen wir wishen. Das ist halt die Frage, ob er jetzt Focus Blast hat auf dem Switch. Aber wir könnten in Explode dann gehen, ne? Das ist aber predictable. Ich meine, wenn er jetzt Utsasa geht, perfekt. Weil wenn er Utsasa geht, dann können wir in Explode gehen. Und kriegen alles recovered, was wir haben. Wollen, das ist dann okay. Rein theoretisch bieten wir den hier jetzt auch. Und das ist auch, vor allem, weil wir haben jetzt eben. Aber sowas wie Utsasa können wir nicht bieten. Na, eigentlich können wir Utsasa bieten mit Cormite, weil der kann uns ja nicht mehr spawnen. Das Einzige, was eigentlich im Weg steht, ist Excadrill. Gegen den wollen wir eh wischen. Genau, wir wischen jetzt auf jeden Fall und gucken mal, was er hier reinholt. Kobain, Excadrill, ja genau. Aber das ist fein. Wir kriegen einen Wish und können auf jeden Fall rauswechseln. Können ein bisschen scouten. Das ist das Wichtige. Und maybe kriegen wir jetzt sogar Momente, mit dem wir Lando gehen, dann U-Turn kriegen und dann Boombursten. Das wäre natürlich der Top-Play. Aber gut, ist die Frage ist natürlich, ob er wieder in sein Slowbro geht. Aber gucken wir einfach mal. Bisher war das ja fein mit dem Play. Scald ist natürlich ein bisschen scary, weil er burnen kann. Das wäre ein bisschen ein Vorteil, aber gucken wir einfach mal. Genau, er bleibt drin. Das ist gut. Das ist gut für uns. Mr. Clean ist wieder hier. Hallo, mein Name ist Mr. Clean. Okay, Eisenschild. Wie viel macht das? 3, 2, 5 minus. Okay, das hat. Das hab nicht genug. Da hab nicht genug gesehen. Davon. Ich könnte Earthquake, aber solange er halt. Dings hat. Ich glaube, das ist Scarf, das ist nicht beendet oder sowas. Ja, das ist einfach nicht. Auf jeden Fall nicht beendet, das ist der Hauptpunkt. Ich könnte U-Turn. Ich glaube aber. Ich glaube aber U-Turn ist der Play. Ist halt die Frage ein bisschen, was jetzt passiert, ne? Aber ich glaube, U-Turn ist schon der Play. Wenn wir irgendwas covern, wenn wir irgendwas hitten, wäre halt nice. Wenn wir Momentum kriegen, wäre nice. Wenn er drin bleibt, ist auch okay. Ist nicht so, dass er viel Schaden machen wird. Vor allem sowas wie Latias, wenn er auf minus 1 ist, können wir einfach wieder gegen recovern haben, Surfer. Das heißt, wir haben auch ein Out, wenn wir U-Turn. Oder ja, Iron-Headed eh. Das heißt, das ist ganz fein. Finde dann raus, ob es gab es. Das ist auch vielleicht ganz wichtig. Okay, wechsel raus. Perfekt, perfekt, perfekt. Wenn es Slowbro geht, perfekt, weil wir kriegen wieder einen Specs Boomburst. Okay, geht in Tupac. Super, super, super. Specs Boomburst. Und Specs Boomburst, wenn er nicht in Excadrill geht, können wir eventuell sogar jetzt was killen. Also ich glaube, das ist jetzt endlich mal das Momentum, was wir haben wollten. Finally. Finally. Boomers chose the potential that it used to have. Okay. Ja, perfekt, 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 perfekt. Zack, 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 zeig mir deinen Switch. Ich meine, es könnte Excadrill sein. Das ist keine 50-50. Ja, 50-50-100, weil ich drücke eh mal Boomburst. Aber Excadrill müssen wir eh anchippen. Dementsprechend passt das, weil damit er auch in Range von Megalatius ist oder sowas. Das heißt, zeig mir mal deinen Boomburst-Switch. Ich will den sehen. Ich will deinen Boomburst-Switch sehen. Goddammit, Explode. Aber der Kampf geht ziemlich lang bisher. Und bisher ist nicht viel passiert. Außer halt tatsächlich, dass Amoongus genockt wurde und mein Explode angechippt wurde. Was nicht so gut ist. Also ich habe nicht den Advantage. Habe auch keine Rocks bekommen. Die soll ich mal versuchen zu priorisieren. Bisher muss ich aber mal die Folgen bei Clefairy reinkommen. Also es ist ein bisschen schwierig. Also er muss probably sogar ein Explode, aber das ist gut. Wir sehen, ob er offensiv ist oder nicht. Und der kann nicht nochmal ein Boomers reinkommen, wenn er halt offensiv ist. Das ist das Wichtige, glaube ich, hier. Dann denke ich so, vielleicht brauche ich den Fireblast nicht. Aber denkt sich vielleicht auch, predicten wir maybe. Dann will er vielleicht scouten, aber dann können wir Boombus auf den B-Fensiv morgen kriegen und dann nochmal Boombus. Also, das ist schon okay. Das ist schon okay. Das ist schon okay alles. Kind of. Ist kind of okay. Ja, wechselt obviously raus. Wenn er drin geblieben wäre, wäre es natürlich amazing, weil da kann ich Earthquake spammen. Obviously macht das nicht. Geht in den Kobain. Das ist gut, das ist gut. Wir finden heraus, was das für ein Excadrill ist, kind of. Aber AVs zumindest und wie viel Schaden das macht, ja, gucken wir einfach mal. Ja, das ist ein offensives, probably Scarf Excadrill. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir können halt jetzt wieder Lando gehen und wieder U-Turn. Wir könnten dasselbe nochmal machen. Ich glaube, das würde diesmal aber nicht versuchen zu erlauben. Kann das verhindern, ist die Frage. Eigentlich nicht. Ich geh wieder in Lando. Man muss eigentlich jetzt ein Slowbro doublen. Ich meine, nochmal Boomburst wäre natürlich ein Madman-Play, aber ich brauche Expert. Ich möchte Expert auf jeden Fall noch keepen.
Also das auf jeden Fall. Wenn sowas wie Pipi geht, würde ich den vielleicht sogar knocken und dann in Empoleon gehen und defongen. Weil das Item auf dem Weg gefällt mir schon ziemlich stark. Aber gut, das ist gut. Er bleibt drin, das ist gut. Das heißt, wir können jetzt einfach in unser Lando gehen und kriegen dann maybe einen Knockoff. Maybe. Weil Knockoff killt ihn. Kriegt die Lefties auf Slowpoke weg. Das heißt, wir kriegen halt... Ah, das ist jetzt ein bisschen die Frage, ne? Das Ding ist nämlich, er hat jetzt natürlich Angst, dass wir irgendwie wieder U-Turn auf Slowpoke wieder dasselbe machen. Abschlag auf Slowpoke ist gut, damit die Lefties weg sind. Abschlag auf allem ist eigentlich fein. U-Turn auf den Mungus will er nicht haben, weil auch Export reinkommt. Ich glaube, Abschlag ist tatsächlich dann der Play. Es kann sein, dass er sogar drin bleibt. Genau, nice. Das heißt, wir kennen Excadrill. Perfekt, 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 perfekt. Das ist richtig gut, das ist richtig gut. Es könnte sein, dass er Scarf ist, aber Excadrill ist down. Das ist sehr, sehr cute. Ja, Scarf. Ja, nice, nice, nice. Scarf, Excadrill ist weg. Das heißt, ja. Wir müssen lernen auf jeden Fall keepen für Alakazam. Aber Excadrill weg ist hier schon mal sehr, sehr, sehr huge. Sehr, sehr, sehr huge. Nice, 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 nice. Das läuft auch gut, das läuft auch gut. Okay, perfekt. Ich möchte immer noch Iron Head auf Kobelin haben. Aber wir können jetzt auch rocken. Oh, Rocks helfen mir aber auch gar nicht mehr so krass, weil sie aus Ehrgesang Clefairy nehmen keine Rocks. Rayama wird auch nicht so krass gechippt. Ich meine, Rayama kann probably danach Rocks kein Boomburst hängen. Das wäre vielleicht ein Ding. Ja, aber mal gucken. Wenn eine Clefairy geht, gehen wir straight. Was heißt straight? Wir könnten natürlich knocken auf Clefairy, um den Weile wegzukriegen. Das ist aber die Frage, weil wir wollen Scarflin auf jeden Fall, um Ehrgesang zu revengen haben. Weil er sonst scary ist. Aber bisher sieht es nicht so gut, nicht so gut, nicht so schlecht aus, weil Hariyama ist gechippt. Wir haben Excadrill gerade gekillt, was natürlich amazing ist. Wenn er Hariyama geht, können wir straight in Megalithus geben. Wir haben gesehen, er hat kein Attack Investment. Das heißt, wir können einfach dagegen recovern und da passiert nicht viel. Vor allem Megalithus sieht mega aus. Das ist auch mega. Wenn wir Clefairy einmal knocken, kann der fast alles killen, was gut ist. Bis auf Slowbro. Slowbro ist natürlich scary. Alles okay, geht den cool. Also der cool. Der Helmut, oder wie? Ja, wir gehen einfach in Megalithus. Müssen nichts riskieren. Ich meine, er kann Ice Punch und wir können dagegen recovern, ne? Das ist alles fein. Wir sehen halt kein Tank Investment, das heißt, das sollte passen alles. Ice Punch, genau, das sollte aber fein sein. Wie gesagt, Tank wir sollte kein Toot K.O. sein. Ist aber, macht nicht viel Schaden. Ich muss mal sowas immer durchatmen. Ich habe immer Schiss bei so Eisattacken und wir können jetzt erstmal wieder recovern. Wollen wir aber auch auf Max HP sein, damit wir halt sowas wie, ja, von Exam Shadow Ball und so Stuff tanken können. Das heißt, das ist alles fein. Geht den Turmann. Turmann ist sein Mensch, Pipi. Wer hätte das denn erwartet? Ja, wir recovern. Gehen einfach wieder back into Empoleon. Und das sieht dann alles okay aus. Wir können natürlich in Kobane gehen, unsere Rocks legen. Aber tatsächlich wollen wir eher, glaube ich, ich glaube, wir wollen eher jetzt versuchen zu defogen direkt. Und der drin zu sein, ist, glaube ich, gar nicht mal so kacke, weil der kann mich gar nicht mal so nice rausforcen. Er muss mich mit Hariyama irgendwie rausforcen. Aber wir können ein paar Sleep Turns damit burnen. Wenn er wieder eine Mungus geht, können wir wieder versuchen, den zu burnen. Wenn er geburnt ist, ist er auch einfacher zu handeln. Also das ist irgendwo fein. Drückt wieder Rocks, genau. Wir sind wieder mit ihm drin und können maybe wieder defoggen. Wenn eine Mungus geht, perfekt. Es sollte eigentlich nach Hariyama gehen. Das ist das Einzige, wie er irgendwie Chip machen kann. Aber jetzt versuchen wir mal zu defoggen, mal gucken. Genau, er sollte jetzt nach Hariyama gehen. Das ist kein auf sein Play. Gucken wir mal, geht denn cool. Genau. Mal gucken, ob er waken oder nicht. Wake wäre jetzt natürlich perfekt. Perfekt, Wake, das ist super, keine Rocks, das ist gut. Heißt natürlich, ihr könnt wieder spawnen, aber ja, das ist okay, kind of. Jetzt muss also sich ein bisschen überlegen, Megalithus kann wieder reinkommen. Wir können das vielleicht jetzt das nächste Mal sogar Psyshocken, was ganz gut ist, weil Psyshocken kann tatsächlich offensiv auch ganz threatening gegen Clefairy sein, vor allem wenn das Spidef ist. Wenn eine Physik-Defensive ist, nicht so, aber ein bisschen Chip-Damage sollte auch gar nicht mal so unfein sein. Ich hatte auch gesagt, wir können Romantis wechseln, aber Romantis brauchen wir noch für Alakazam. Das heißt, den sollten wir auf jeden Fall hier nicht sacken. Und das heißt, Ninja Dragon kommt hier auch wieder rein. Ich glaube, er drückt Knock, weil das der beste Midground. Er wechselt aus, okay. Ah, okay. Carry. Ich meine, immer Psyshock. Ich denke vielleicht, wir sind defensive. Die Frage ist halt, wie viel macht der Psyshock? Okay, die Frage ist halt, ob er Spidef ist oder nicht, weil wir könnten eine Menge Schaden machen. Was kann man denn? Ist das Bedev? Wenn das Bedev ist, kann man killen. Hat nicht allzu viel Schaden von Export genommen, ne? Wir können das maybe am Export Damage erkälken. Fireblast hat wie ein Champ getankt. Ich glaube, ich probiere den Psycho. Wir könnten den nämlich, glaube ich, ausknocken. Okay, wechselt aus. Ist aber gut, Psycho Damage kriegen wir eh auf was. Das heißt, Clefairy, wenn der Bedev ist, können wir den maybe sogar tooten. Gucken wir mal. Also Psycho Damage ist jetzt auf jeden Fall ziemlich interessant.
Und wie viel machen wir? Ah, der ist für Steph, Das ist aber auch wieder eine nette Info zumindest für Steph. Ich meine, er möchte kind of recovern. Wir könnten Psy schocken, wenn er rockt, aber ich glaube Empoleon und Knockoff ist der Play. Weil wie von Hariyama weg ist nice oder Among Us dann wieder Scald und dann versuchen zu burnen, ist glaube ich auch fein. Ja, es ist okay, glaube ich. T-Wave. Das ist nice. Wir können nicht mehr gesleept werden. Hey. Nice. Wir können nicht mehr gesleept werden. Das heißt, wir knocken jetzt. Let's go. Das Item auf dem muss weg sein, weil das ist tatsächlich, wenn das Item weg ist, können wir den mit Megalatis einfach tooten. Dann hat er keinen Psyshock-Switch. Ja, jetzt Lobo. Und Gesam. Aber es ist besser auf jeden Fall. Genau, wechselt aus. Aber das ist okay. Hariyama möchte auch nicht genockt werden. Carry sein. Ja, aber das Ding ist halt, Shutsasa möchte halt nicht gescaldet werden, ne? Also, der möchte halt keinen Burn haben, der kann uns nicht defeaten. Das heißt, eigentlich spammen wir jetzt Scald. Bis wir den Burn kriegen. Ja, Pilzsprung, ja gut, aber wir versuchen dich jetzt einfach zu burnen und der kann uns nicht defeaten, wenn du geburnt bist. Also, das ist alles fein. Burn. Nice. Ja, das ist natürlich nice. Das ist natürlich richtig nice. Ich drücke jetzt wieder Knock. Knock ist auf jeden Fall der Play. Nee, das ist gut. Das ist richtig gut. Burn des Shutsasa vor allem hilft mir halt mega weiter. Gigasauger. Ja, aber das macht nicht so viel, weil es ist Empoleon. Okay, es macht ein bisschen mehr als erwartet. Okay, crazy. Der ist strong, der Junge. Okay, hätte ich nicht erwartet, dass er so viel Schaden machen wird. Sonnen werdet du den dann doch ein bisschen mehr keepen. wir haben ja auch Lefties. Es ist nicht hundertprozentig schlimm, es ist aber auch nicht hundertprozentig gut. So, kind of. Das ist ein bisschen die Frage, weil wir. Also an sich defeaten wir den, ne? Ich glaube, einmal mehr Knock ist noch ganz wichtig. Ja, ich glaube, einmal Knock ist ganz wichtig. Und da können wir sowas wie Megalatis gehen. Weil jetzt kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht Pilzsporen wird. Weil er denkt, okay, jetzt wird Bena vielleicht rauswechseln oder sowas. Oder gehen Hariyama. Aber dann denkt sich vielleicht so, okay, vielleicht geht Bena Megalatis, weil er checkt keine Shutsasa. Und dann ist doof. Ja, keine Ahnung. Ja, aber Burn Shutsasa hilft auf jeden Fall hier weiter das Game ein bisschen zu machen und gibt uns ein bisschen Progress. Und wenn er wechselt, ist auch okay, weil wir kriegen zumindest Lefties und maybe sogar Knockoff. Der Knockoff kann tatsächlich ziemlich gut sein, wenn das auf Slowbro ist oder sowas. Lefties, wir kriegen Hariyama AV. Der kleine Chipschaden reicht halt, das Expo auch den killt und dementsprechend sollte das dann fein sein. Wir sind Tupac. Aber auf Tupac tatsächlich jetzt den Knock zu kriegen, wäre natürlich amazing. Oh, perfekt. Ja, nice. Keine Lefties mehr. Das ist ja richtig nice. Und den wollen wir eigentlich vergiften. Das heißt, dass wir jetzt den Focus Blast tanken, ist vielleicht nicht so nice, aber es ist okay. Im großen Kontext, dass wir ihn jetzt hier toxiken. Wenn er natürlich drin bleibt, ne? Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Aber ich würde ihn gerne toxiken. Aber keine Lefties ist schon mal gut. Das ist schon mal richtig gut. Das Lefties hier kann ich wegstreichen. BS kann. Black Sludge kann ich wegstreichen. Okay. Wait. Er hat den Switch auch predicted. Nice, ist getoxic. Hä? Warum soll ich switchen, wenn ich ihn toxicen kann? Was ist denn das für eine Logik? Let's go. Let's go. Nice. Jetzt ist Slowbro auch ein bisschen. Also tatsächlich, wenn wir Rocks kriegen, können wir mit Earthquake jetzt richtig pressure, aber keine Lefties mehr, kriegt tatsächlich Toxic Damage. Statt 6%, wenn er mal reinkommt, zu nehmen, verliert er 6%. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr guter Wechsel für uns. An Momente. Ich will in Cobalion zu gehen, weil Cover Toxic nimmt einen Focus Blast, gibt uns Volt Switch. Also Momentum, was ich dann da brauche. Frage ist halt, das Ding ist halt, Cobalion nimmt halt keinen auf den Hit von Alakazam. Ist das die Frage, was das für ein Alakazam? Ich könnte halt jetzt in Ninja Dragon gehen, aber den möchte ich halt auch nicht gestatust haben. Genauso wenig eigentlich wie unser Aromatis, weil der kann keinen auf PB bieten. Hariyama, Slowbro, ist aber die Frage. Mungus kann aber bieten. Und Alakazam vor allem. Alakazam ist der Große. Ich glaube, Cobra könnte nice sein, damit wir auch Rocks kriegen, weil der wird halt nicht in PP gehen auf Cobalion. Und einen Focus Blast hängen wir auf jeden Fall. Also das ist garantiert, würde ich mal behaupten. Dementsprechend passt das Ganze und er muss erstmal hitten. Okay, hit, das ist aber fein. Wir haben schon mal gesehen, dass wir von Tornen getankt haben, das heißt, wir tanken einen von Slowbro. Let's go. Wir können jetzt eigentlich Volt switchen, ne? Weil wir kriegen jetzt eigentlich mit Volt Switch gutes Momentum. Ich meine, das Ding ist halt klar, ist ja die Frage. Wollen wir jetzt Rocks haben?
die maybe nicht so helfen können. Oder einfach Voltswitchen und Momentum kriegen. Wenn er jetzt tatsächlich drin bleibt auf Voltswitch, könnte er fast schon dien. Dann kann er auch nicht mit Earthquake reinwechseln. Ja, ich glaube tatsächlich ist Voltswitch, ja, Voltswitch für Momentum ist, glaube ich, besser. Klar, ist jetzt ein bisschen nervig, dass wir halt Chip Damage genommen haben, aber wir kriegen jetzt einfach einen Free Voltswitch. Geht den Carry, wir kriegen den Boomburst Kill. Nice. Nice, also wir kriegen den Free Boomburst Kill. Weil mit Burn auf jeden Fall, wir haben ja auch genockt. Ja, ja, mit Burn auf jeden Fall sollte das in Boomburst Range sein. Auch wenn der Comet's Bedef ist. Ja, ja. Das, also, ich meine, gut, wenn der Comet's Bedef 57, aber hat auf jeden Fall First Investment, glaube ich. Womit haben wir ihn attacked? Er sollte First Investment haben. Wir gehen den Boomer. Let's go. Wir gehen Expert. Das ist mein Punkt. Ja, das Momentum, um in Expert zu kommen, das ist auf jeden Fall handy. Und es, ja, kann sogar sein, dass er jetzt auf 57 ist. Und das ist auch eine Roll dann. Also, ja, Boom ist auf jeden Fall der Play. Let's go, Explode. Let's go, wir pressuren. Klar, Cobra weg ist ein bisschen schade, aber das ist okay. Das ist alles fein. Also, Cobra ist ja nicht weg. Cobra ist nur angechippt. Das ist ja das Wichtige. Da muss man noch unterscheiden, nämlich. Und ihn jetzt das zu forcen, abzuwerfen, ist ja eh das Niceste, was man haben kann. Überschallknall. Wenn das so. Ja, es sollte eigentlich ein Todeshut Sasser sein. Ich meine, selbst wenn er irgendwie jetzt leben sollte. Okay, er died. Nice. Das heißt, Immungus weg. Das ist schon mal nice. Hilft mir. Ja, hilft mir, indem kein Spawn mehr kommen kann. Das ist schon mal recht gut zu wissen. Ja, nehme ich eine. Nehme ich eine Ginsburg. Ginsburg ist sein. Genau, Elkesam. Der ist natürlich scary. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach direkt in Roam. Das Problem ist halt, wir sind ein bisschen angechippt. Das heißt, wir können uns mehr mit zwei Level Psychics jetzt ausmachen. Wir haben Protect, ne? Muss Cormite vielleicht haben, um uns zu defeaten. Wir haben halt so einen Scarf Lando. Ist halt die Frage. Life Up Psychic kann uns töten, dann ist er aber auch. Dann died halt immer durch Lando. Wir können auch tatsächlich gegen ihn einfach mal Earthquaken jetzt bald, weil Slowbo ja getoxicked ist. Ich glaube. Ja. Nee, Roma, das ist eh immer fein. Der ist immer der Player hier. HP Ice oder HP. Keine Ahnung. HP. Keine Ahnung. Tatsächlich keine Ahnung. Es ist eine HP. Wait, gewinnen wir nicht einfach mit. Clefairy jetzt, weil Immungus tot ist gegen alles? Maybe. Wir wishen erstmal. Gucken wir mal, gucken wir mal. Psychic, HP. Probably HP Ice, I guess. Das ist die Frage, was hier immer. Aber wir wishen jetzt erstmal. Das scheint mir auch. Ich weiß, ich habe jetzt nicht ganz geguckt. Ich glaube, es scheint mir Life of Damage zu sein. Aber wir kriegen auf jeden Fall jetzt den Wish raus und das ist das Wichtige. Klar, Psychic kann Drops haben, aber das ist nicht so leicht, dass es überhaupt kommt. Deswegen, ja. Wishen uns jetzt erstmal hier hoch. Das ist ja das Relevante, dass wir jetzt Bedef Remotus haben, damit der uns hier auf jeden Fall nicht bieten kann. Let's go, Remotus, let's go. Ich meine, wir können jetzt Comet haben. Das wäre jetzt natürlich scary, dann müssen wir den abwerfen und Moonblast spam. Spukball, okay, hat noch Shadow Ball. S-Ball. Ich glaube, ich wish nochmal, weil das Ding ist halt, Psychic's Bedef Drop ist halt 10% Chance, ne? Klar, also es ist im Rahmen des Möglichen, dass sowas passiert, ne? Aber es ist genauso wie ein Freeze, ne? Wish ist erstmal hier der safe Play. Wenn ich den Psychic Damage sehe, kann ich vielleicht danach Moomlasten, aber erstmal ist hier der Wish auf jeden Fall auf allem der Play. Weil maybe kriegen wir auch auf dem Switchout nach dem Wish, wenn er gewechselt hat, aber nee. Haben wir nicht, ist aber okay. Das. Oh, ist ja live. Huiuiui. Das macht eine Menge Schaden. Mit Protect sind wir auf jeden Fall gleich auf Max HP. Das heißt, wir können sogar mal Wishen und tatsächlich dann auch mal Moomlasten, wenn wir wollen. Problem ist natürlich ein bisschen die Perspektive. Da müssen wir mal schauen, wie wir dagegen angehen. Klar, wir protecten jetzt auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß nicht, ob er CM hat oder das hat er nicht, glaube ich. Ja, er ist auf jeden Fall Live-Op. Also das wissen wir jetzt auf jeden Fall for sure. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich meine, ich glaube, wir haben mehr Wish-PP auch als er. Also, das Ding ist halt zumindest, wir können Wishes aus, mit Wish seine Psychics ausdauern. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wir wishen eh jetzt nochmal Psychic, das ist aber fein. Wie gesagt, 10% Drop. Ich meine, er kann critten, das ist ein Ding. Weiß ja nicht, ob ich dann weiter protecten möchte, weil er halt critten kann, aber. I don't know. Eigentlich müssen wir hier immer nur Wish protecten. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas anderes hier jemals machen müssen. Eigentlich nicht. Wir müssen nie irgendwas anderes machen als Wish protecten in dem Szenario. Wächst daraus, ja. Wir brauchen Healthy Aromatism. Ich meine, wir hätten jetzt hier Moonblast können. Das wäre nice auf einem Switchout gewesen. Sind wir ehrlich, das wäre cool gewesen. Aber wir brauchen es halt nicht, ne? Das heißt, das ist eigentlich von Ibis Toxic, ne? Das soll ich mir aufschreiben. Er könnte jetzt einfach mal Protecten auf und Scouten, was er drücken möchte. Vor allem nimmt er halt ein bisschen Toxic. Das ist alles fein. Aromatis regelt hier gerade. Der chillt hier einfach ein bisschen. Gucken mal, was der Gegner so macht. Scouten wir mal, ne? Ich hätte probably Slack auf als Last Move, aber wir ja, machen den Toxic-Counter halt ein bisschen besser für uns.
Das ist eh alles gut. Ist ja die Frage, was jetzt hier das Switchen ist. Das ist nicht ganz so trivial. Könnten, das Problem ist halt, wenn er Toxic drückt hier auf unserem Romatis, wäre das nicht so nice. Was er gut machen kann. Ist ja, wenn das nicht gut machen kann, wenn wir mit meinem Polion gehen. Wechselt aus Tupac. Geht raus und es kommt sein Kora. Oh, das war ein nicer Switchout. Das hat er gut gemacht, weil. Ich meine, im Polion kriegen wir HP. Wait. Wenn ich Megalatius keinen auf dem Play gewinne. Ist okay. Ja. Megalatius kriegen wir trotzdem raus. Und ich glaube tatsächlich, dass zweimal Psy-Shooter Play ist, weil ich glaube, wir können Clefairy ausknocken. Zumindest turden. Ich glaube, in der Range sehen wir da ganz gut aus. Latias Mega. Ich weiß aber nicht, dass. Ich guck mal, ob das ein Freed ist, wenn wir in Latias. Wenn wir in den Slot jetzt gleich. Was will ich sagen? In den Slot jetzt gleich Psy-Shocken. Na, ist keine so gute Roll. Ja, aber muss ich erstmal hier wagen, überhaupt was Gutes zu attacken, also einen richtigen Move zu drücken. Ja, wir wechseln auf jeden Fall aus. Wir haben ein bisschen Lefties mit dem Polion bekommen. Das ist eh alles fein. Er doubled. Okay, mal gucken, was er doublen wird. Was ist sein Play hier? Ginsburg. Das Ding ist halt, wollen wir hier tatsächlich einfach einen Draco droppen, um den zu killen? Weil Life Orb macht. Das Ding ist halt, ich glaube, ich tank den Life Orb Shadow Ball plus was anderes. Ich Draco den, weil Draco kann ihn ausnocken. Und ich möchte den weghaben, weil er ist scary. Und danach können wir, glaube ich, das Game schnell gewinnen mit Boomburst. Shadow Ball, ja, das ist fein. Wir tanken aber Shadow Ball. Ganz offensichtlich. Macht noch nicht mal so viel Schaden, ne? Specially Offensive Draco ist natürlich ein nice. Spedef Drop jetzt. Zum Glück sind wir nicht im Romatis gegangen. Draco kommt. Draco kann ihn ausnocken. Gucken wir mal, ob er ihn ausnockt. Er hat auf jeden Fall keine Recovery. Das heißt, Mumlas knockt ihn danach aus und alles andere. Ah, ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp. Das ist aber okay, das ist aber okay. Wir wechseln aus und gehen obviously in den Romatis. Das ist fein. Wir haben Damage auf dem gemacht, was gut ist. Ja, der könnte Recover haben, ne? Das wäre vielleicht ein Ding. Aber I don't know, ob das ein Ding ist. Eigentlich möchte ich meinen denige T-Waved haben, wenn ich ehrlich bin. Also mein Romatis. Macht eine Menge Schaden. Warum ist der so strong? ich glaube, das war fast eine Heist Roll, die er bekommen kann. Das Ding ist halt, ich tank jetzt und ich möchte ihn maybe einfach jetzt ausnocken. Möchte ich keine Crits riskieren. Ich glaube, ich drücke jetzt einfach Mumlas. Ich möchte ihn einfach ausnocken. Psychic tanken wir. Ja, ich möchte jetzt einfach Mumlasten. Okay, wechselt aus. Okay, schade. Aber eigentlich hat er auch nicht viel, was jetzt in Mumlas reinkommen möchte. Kohl möchte kein Mumlas tanken, kann ich dir sagen. Der tankt jetzt auch keinen Boomburst mehr. Also, das ist fein. Wir müssen vielleicht was abwerfen. Das heißt, es wird kein Six-Over. Das ist okay. Das ist alles okay, glaube ich. Also, das ist. Ja, nee, das ist alles fein. Eventuell können wir den hier auch einfach. Ich möchte den nicht tanken. Wir können noch eine Psychic tanken. Also, dementsprechend möchte ich den nicht opfern. Wir können aber einmal protecten jetzt einfach. Genau, genau, protecten wir. Wir haben halt keinen so geilen Switchen jetzt in den. Ja, was heißt das? Also das Ding ist halt. Ich glaube tatsächlich, der beste Switchen ist Cobalion in dem. Weil Cobalion macht nichts mehr. Außer halt Rocks legen, aber der defeatet nichts. Der kann auf Knockoff reinkommen und egal was passiert, können wir danach roosten mit Megalatias, wenn der died. Wenn er nicht died, ist fein. Wenn der Megalatias predicten wird, aber. Und, oder hier drin bleibt, möchte er halt irgendwie Ice Punch, P-Jab oder Knockoff drücken und darauf kommt der Cobalion immer rein. Dementsprechend, ja, der Silberlöwe. Es ist okay, wenn er jetzt died. Das ist mein Hauptpunkt. Es ist okay. Ist nicht nice. Ah, genau. Nice, nice, nice. Gib mir den Knock. Gib mir den Attack. Cobalion countert Hariyama. ich glaube, ich drücke einfach Nahkampf. Weil das Ding ist, ich könnte jetzt natürlich Slowking predicten, aber da wir einen Nahkampf drücken können, danach einen Wallswitch den downchippen, ist das fein. Wir sind plus 1 Attack. Wir sollten gar nicht mal so wenig Schaden machen. Das ist okay, ich glaube, das ist fein. Tupac, ja, aber das ist okay, weil der sollte Damage nehmen. Durch Toxic plus jetzt plus 1 Nahkampf und dann nochmal Voltswitch drauf. Das ist gar nicht mal so cool für den, wenn ich es mal so behaupten darf. Okay, macht immer noch nicht viel, aber es ist fein, es ist fein. Genau, nimm Toxic-Schaden, nimm jetzt Voltswitch-Schaden. Ist nicht so, dass wir viel hier verlieren, das ist das Gute. Genau, genau, genau. Der Kampf zieht sich jetzt natürlich, aber es ist fein. Ich finde schön, dass Kobali und Hariyama gecountert hat. Eigentlich kann ich auf dem in Megalatius gehen recovern. Problem ist ein bisschen, wenn wir jetzt gleich, was möchte ich sagen. Oh, das macht sogar eine Menge Schaden. Das heißt, er kriegt auch weniger Regenerator. Problem ist ein bisschen, wenn wir, wenn er wieder Pipi geht, wird das nämlich wieder nervig.
könnten halt jetzt Megalates gehen und dann maybe direkt in Explode Double in das Game zu verschnellern, wenn er PB geht, aber das ist halt nicht in Range, glaube ich. Obwohl das nicht ganz richtig ist. Könnten jetzt noch in Explode gehen, wenn wir Toxiker warten und Claim einfach rein. Aber getoxigtes Explode ist auch nicht so nice. Wait, wir haben immer noch Empoleon. Was überlege ich hier eigentlich? Wir haben immer noch Empoleon. Das ist immer noch Max HP. Ja, also. Wir haben den einfach immer noch. Der ist immer noch hier. Der geht auch nicht weg, habe ich das Gefühl. Ja, zeig mal deinen Knockoff-Switchen. Hä? Best Case für ihn ist, wenn Hariyama geht. Der kann ja nicht drin bleiben, weil er auch died. Wait. True, wenn wir den attacken und er drin bleibt, died er. Das muss switchen. Switch out. Muss einen Hit von irgendwas nehmen. Boah, Toxic ist ein wilder Play. Toxic funktioniert nur auf Hariyama. Nur. Nicht auf Clefairy, nicht auf LXM. Nocco funktioniert auf allem anderen kind of. Killt aber nicht Hariyama, was ein bisschen unfortunate ist, weil den wollen wir weg haben. Skull klappt nicht. Covered ein Double alles. Kind of. Ich überlege, ob es Explode ist. Weil er geht nicht in Sam. Problem ist, wenn er drin bleibt, weil dann lebt er gerade so knapp und ihr könnt jetzt hier auf Focus blasten und denken, hey, yo, wir Focus blasten wir mal. Ah, schwierig. Könnten in Lando gehen. Weil er covert keiner von Yama plus Alkazam. Aber ob mir das so gefällt, weiß ich nicht. Wir könnten kind of in Cobaling gehen, wenn wir den zacken wollen. Wir können einfach drin bleiben und scolden. Aber ich möchte halt nicht, dass Hariyama for free reinkommt. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Vor allem, weil wir gepaart sind. Ich meine, Latias ist fein. Latias ist fein auf Yama. Latias ist nur nicht fein auf Clefairy. Es ist okay auf Clefairy. Also, es ist nicht. Ja, es ist okay. Es ist nicht komplett bad. Natürlich wäre Explode nicer. Sind wir ehrlich. Explode wäre obviously nicer. Aber es ist nicht so hard bad. Das ist mein einziger Punkt dahinter. So, weil wir können jetzt einfach in Empoleon gehen. Ist ja dasselbe Szenario. Wir kriegen immer Knockoff gegen alles. Oder Defog. Ah, Defog leider nur und dann. Ach, nervig. Nervige Geschichte wieder. Könnte ein Explode gehen. Kann aber auch T-Waven oder Moonblast und irgendein Blödsinn. Ja, kann er mir nicht erlauben. Wir müssen wieder weggehen. Schade. Ah, Knockoff wäre natürlich nice gewesen. Jetzt eine Weile wegzubekommen, wäre, glaube ich, fast schon GG, weil dann kann ich wirklich Scarf Earthquake spam. Tief kommt aber. Das ist okay. Weil er hat immer noch nicht so einen nice Switch. Ich glaube, wir müssen das hier vernocken. Ich weiß nicht, ob er Yama riskieren wird. Das ist so ein bisschen das Ding. Ja, selbst wenn, wir können wieder Cobra gehen. Dasselbe machen wir letztes Mal. Okay, wechselt aus. Okay, das ist fein. Wenn dann Slowbro geht, werde ich tatsächlich Rocks. Geht ihm cool. Okay, ja. Gut. Spielt er gut, spielt gut rum, muss man sagen. Er gibt, was er kann. Knockoff ist nice. Hey, guck mal. Das heißt, der nächste Golden Kill auf jeden Fall, weil die EV weg ist, war sie schon weg. Ja, okay, die Base weg. Das heißt, der nächste Hit auf jeden Fall von einem, bis wenn es kein Knockoff killt. Second jetzt, Cobalion, glaube ich. Ja, Cobalion Rocks ist halt nice für Slowbro, aber ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Wenn wir könnten Ninja Dragon gehen, das wäre jetzt aber risky. Doch irgendwie kind of. Ja, ist es ein unnecessary risk, weil wir können Ice Punch tanken, dass das drückt. Eigentlich ist es nicht mehr unnecessary. Wir können eigentlich in Megalatius gehen. Ich glaube nicht, dass wir was verlieren, weil wir brauchen den nicht. Cobalion ist für Rocks tatsächlich, glaube ich, sogar nicer. Es ist nicht so, dass wir den hier brauchen. Ich glaube tatsächlich, dass ein Ninja Dragon hier der Play ist. Ja, genau, weil Nock macht nicht viel. Genau, wir können jetzt einfach recovern. Also, das ist alles halt fein. Das ist so ein bisschen sein Problem auch. Aber gut für mich. Er bleibt drin. Klar, er muss jetzt irgendwie slow attacken und irgendwie hoffen, dass da irgendwas raus wird. Ich glaube, ich sollte vielleicht gleich sogar Psy schocken, wenn er hier sogar drin bleibt. Ich meine, Ice Punch ist fein. Er muss halt irgendwie auf den Freeze-Off oder sowas. Macht halt nicht zu viel, ist das Problem für ihn. Außer das hier passiert. Ich hätte maybe attacken sollen. Mal gucken, ob wir auftauen. Nice. Das ist natürlich amazing. Wir können aber, glaube ich, jetzt auch einfach einen Scarf Earthquake Kill zumindest claimen. Das ist annoying. Das ist sehr annoying. Warum muss sowas passieren? 10%, ne? Aber schade. Echt unfortunate, dass sowas passiert. Er kann switchen und uns maybe noch eine Chance geben. Natürlich. 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 Ja, das ist. Ich meine, I guess, weil er drin geblieben ist. Hey, nice, aber. Ja. Ist halt ein bisschen unfortunate.
Ist aber okay. Wir können den Lando gegen Scarp Earthquaken. Und Clayman, weil Slowbro glaube ich nicht zwei Earthquakes. Es nimmt nach Toxic vor allem, nachdem ich schon mal so angechippt wurde. Wenn das Slowbro geht, perfekt, weil ich möchte auf dem A-Chip Damage haben. Das heißt, wir Earthquaken jetzt einfach. Let's go. Lando, der Mr. Clean kann jetzt glaube ich clean. Bitte gehen, Lando. Wait, was will er gehen? Was will er wechseln? Fuhrmann. Wait, PB tankt nicht zwei Earthquakes, oder? Also, ich meine, PB ist amazing, sind wir ehrlich. PB ist amazing und so. Aber, ich wollte schon sagen, der tankt nicht zwei Earthquakes. Ich wollte schon sagen, das ist. Also, PB ist amazing und so weiter, aber. Das ist Lando. Ich glaube, es erleichtert es aber auch ein bisschen, dass der weg ist. Ja gut, ich meine, es hätte erleichtert, wenn Galatias nicht gefreezed worden wäre. Oh well. Aber Slowbro ist das Einzige, was halt von Lando und Earthquake lebt und den können wir auf jeden Fall auch downchippen. Vom Slowbro können wir was sacken rein, theoretisch, und dann einfach Boombursten und Claim auch einen Kill. Also, ja, das Game ist gewonnen, wir müssen jetzt nur das Game halt noch richtig runterspielen. Auf jeden Fall Claim jetzt einen Kill und er kann nichts dagegen machen, was gut ist. Wenn es Slowbro geht, ist es eh ein Joke von ihm. Okay, nice, das heißt PB down, let's go. Ich meine, PB ist amazing und so weiter, aber der tankt nicht die zwei Earthquakes auf der Range. Das kann man vergessen. Let's go, auf Wiedersehen. Slowbro ist zum Glück toxic, wenn wir noch Max. Ich. Das wäre maybe Rocks sogar der Play. Also zumindest Rocks zu kriegen wäre der Play. Weil er kann keine mehr legen. Wie fällt ich das ein? Soll ich da direkt reinwechseln? Eigentlich schon. Weil wenn ich jetzt tatsächlich in Cobalion wechsle, da kann ich aber straight in den Explode gehen und Boombursten. Wenn er mich attackt. Eigentlich schon. Und er kann maybe predicten, dass jetzt in Polen reinkommt. Und Skull kann mich maybe nicht killen. Dann kriege ich die Rocks. Ja, machen wir das. Ich sehe nicht warum. Weil Kill claim auf jeden Fall danach mit Explode. Okay, er doubled. Bitte. Ich glaube, er doubled Nariyama. Ich glaube, er wird Nariyama doublen. Cool. Yep. Nice. Ich möchte Rocks Chip jetzt haben. Yep. Late Game Rocks. Die absoluten Late Game Rocks. So late, wie es nur geht. Einfach um das Loben bis jetzt mehr zu chippen noch. Ja, kann man nicht mehr so reinkommen. Die absoluten Late-Game-Rocks. Ja, einfach um das Game jetzt noch ein bisschen zu erleichtern. Ich meine, ich kenne jetzt einfach Bolt Switch, was wieder nice ist. Cobalion tatsächlich als nice Support. Tankt Focus Plastic, Rocks, Counter Dariyama. macht so Dinge. Cobalion-Dinge, ne? Ja, ist halt ein längerer Krampf, ne? Ich kann sagen, wo wollen wir reingehen? Eigentlich ist es immer wieder Empoleon, oder? Gibt es einen Grund, nicht in Empoleon zu gehen? Ich könnte jetzt in Aromatis gehen. Das gibt mir Moonblast. Ich muss dann aber gegen Sam meinen Mon abwerfen, ne? Wenn ich den halt verliere. Das heißt, wer sagt mir aber, dass ich den verliere, ne? Also, das heißt ja nicht, dass ich den verlieren muss gegen irgendwas. Eigentlich will ich was abwerfen. Aber nicht Explode, weil Explode ist das Mom, was mir den Kill dann gibt. Empoleon macht das Game halt in die Länge. Aber eigentlich kann ich in Empoleon gehen. Und dann kann ich einfach scolden. Weil Focus Blast juckt mich ja immer noch nicht. Sind wir ganz ehrlich. Ja, Focus Blast halt. You know, juckt mich nicht. Ich bin in Empoleon. Was erwartest du? Dass mich das jucken würde? Nö. Nö. Einfach nö. Wenn ich richtig fange bin, begehe ich in Lan und Quake dann einfach. Aber das ist nicht der Play. ich kann auch Fokus ein bisschen Boomer gehen. Ja, eigentlich kann ich scolden. Also, klar, Paare und so weiter, aber ansonsten kille ich einfach was. Weil er ist toxic genug, dass das für ihn ein Problem ist. Den kann er eh nicht abwerfen. Das heißt, wenn er jetzt zweimal Fokus blast, dann died er einfach. Das heißt, in Polen ist er einfach komfortabel. weil toxic einfach da ist. Ja, Polion recovert sich einfach auch. Das Ding ist halt ein bisschen, Nariyama ist ein klein wenig scary noch. Aber der ist auch kein Attack. Ich kann eigentlich. Eigentlich kann ich in Romantis gehen. Probier jetzt halt noch irgendwie Simsela. Aber ja, jetzt muss er was in rein scrollen. Das ist ja die Frage. Also, ich kann jetzt gepaart werden. Das ist das Einzige, worauf er jetzt hoffen kann. Cole nimmt immer einen Rocks. Guck mal. Der Kanzler Cole nimmt die Rock. Gucken wir mal, kommen wir durch oder nicht. Nice. Nariyama weg. Ja. Demo, er hat noch Elke-Sam. Da werde ich jetzt aber den Kobe opfern. Und kann dann einfach Knockoff tatsächlich sogar drücken. Muss er nicht mehr Earthquaken. Ja, hätte ich so oder so nicht machen müssen, aber ja, das ist jetzt fahren. Ich meine, Slowbro ist schon genockt. Ich weiß gar nicht, was stärker ist. Earthquake oder Knockoff. Theoretisch Earthquake 150 und Knockoff seit 62 das Doppelte. 145 oder sowas. Also eigentlich sollte tatsächlich Earthquake stärker sein.
Ja, Earthquake ist stärker. Wen zeige ich jetzt? Achso, Cobalion. Ja, Cobalion macht halt nichts. Ja, zeigen wir den. Weil Empoleon ist lustig. Empoleon muss er Focus blasten. Cobalion killt einfach so. Das heißt, den zeigen wir hier. Klicken dann Earthquake. Ja, Focus Blast. Ja. Focus Blast ist risky. Ziehen wir auch sein ganzes Moveset. Psychic, Focus Blast, HP Ice und Shadow Ball. Good to know. Wie spielen wir das möglichst hoch auf Differenz runter? Lando U-Turn claimt immer ein, weil ich in Explode gehen kann. Lando Earthquake weiß ich nicht. Ja, nee, Lando U-Turn ist der Play, dann gehen wir Explode. Ja, doch. Und dann können wir Funky Plays mit Empoleon machen und den hier defeaten. Ja, wenn er jetzt tatsächlich drin bleibt, dann gewinnen wir eben 4-0, weil wir einfach Explode gehen können. Ja, wechselt raus, aber wir kriegen halt die 4 U-Turn. Ja, wir... Gewinnen wir irgendwie das 4-0 noch? Ich glaube nicht. Ich meine, wir können jetzt wieder im Polling gehen und Things machen, aber ich sehe keine Things machen. Ich möchte einfach, dass Explode den Kill claimen, sind wir ehrlich. Wir wollen einfach einen Kill für Explode. Der Boomer soll den Kill claimen. Das Problem ist halt, ich glaube, Sam ist Psychic Kill auf jeden Fall Explode. Sind wir ehrlich. Das ist nichts, was irgendwie ein Geheimnis, glaube ich, wäre. Ich glaube, wir müssen irgendwie auf Focus Miss gehen, auf sowas wie... Wir können Folgendes machen. Wir können in Empoleon auf Psychic gehen, dann in Focus Blast auf Romance, dann Protect und maybe decken wir Psychic und können den dann mit Moonblast ausknocken. Also das Sam. Das könnte ein Play sein. Gucken wir mal. Slowbro ist weg und ab dem Punkt gewinnen wir eben mit Scarf Lando. Jetzt nur die Frage, können wir die Differenz rausholen oder nicht? Na gut, dann wird jetzt Psychic, ne? Das ist ganz klar. Gucken wir, ob meine Plays funktionieren. Ab in Empo. Solange nicht Lando riskiert, ist eh fein. Okay, gucken wir mal. Ich meine, ich kann maybe sogar einfach decken, auf Focus Dodge gehen. Meint ihr, Embo wird einen Focus Blast dodgen? Alakazam. Meint ihr, er wird das tun oder nicht? Shadow Ball killt mich nicht, oder? 38, nee, Shadow Ball kann mich nicht killen. Wir dodgen den. Oh, nee, it's never mind. Wir killen ihn einfach. Wenn wir nicht gepaart werden. Nein, natürlich. Aber guck mal, Empo. Let's go. Let's go, Empoleon. Let's go. Empoleon wieder so broken. Nee, das hat aber gut geklappt. Ich glaube, das haben wir wirklich einfach gut gespielt. Nee, da sind wir, glaube ich, souverän hier rausgegangen. Ja, ein bisschen unlucky mit Scorpions, I guess, war er. Aber... I don't know. Focus hat noch nicht so viel gegen Empo gemacht. Empo hat wieder viel gewallt. Empo Slowbro getoxed, Among Us genockt, geburnt, Hariyama genockt, gechippt, Sam gekillt. Lando mit Scarf natürlich amazing. Was hat Clefairy gekillt? Oh, Lando hat Clefairy gekillt. Natürlich, nice. Explode nice, einfach Boomburst Spam, einfach mal ein bisschen boomen, einfach mal ein bisschen threatenen, einfach Monstern chippen. Hat so gewirkt wie so ein Megalat, das hat nicht so nice performt, aber das ist fein. Es hat halt Hariyama gecheckt, das Game über was nice ist, bis es gefreezed wurde. Das war unlucky. Wir waren echt unlucky mit Megalat jetzt da. Aber ist okay. Wisst ihr was? Wir haben trotzdem 4-0 gewonnen, also ich kann echt nicht complain. Cobalion Support, Volt Switch, Hariyama Count. Und Rocks am Ende. Das war nice. Und Romantis war notwendig als Alakazam-Check. Und genau das hat es auch gemacht. Dementsprechend passt das. Ja, man kann sagen, oh, Special Defense Drops mit Psychic, aber es ist halt wie, es ist halt 10%. Also, ist nicht so leicht. Muss ich rauswechseln, das ist fair, aber oh well, das war fein. Gut, ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Ich bin froh, dass wir nach dem letzten Kampf einen Sieg raushauen können. Ich verabschiede mich dann mal. Bis dann und ciao.